Herzlich willkommen, meine werten Motorsportfreunde, zum 6. WM-Lauf der F1 Fancy Liga hier live aus Montreal in Kanada. Ja, auf der Île de Notre-Dame geht's weiter im Rennkalender einer, ja, doch sehr dominanten Saison von Mercedes. Anders kann man es, glaube ich, gar nicht sagen. Und ja, jetzt kommen wir auf eine Strecke, wo es ziemlich viel auch um Highspeed geht. Und da war ja speziell Mercedes auch ziemlich stark. Tom Blomqvist auf jeden Fall ist der Erste, der unterwegs ist auf die Strecke nach draußen. Haben auch Sebastian Vettel gesehen, der losgefahren ist. Und ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das hier ausgehen wird. Ich gehe davon aus, und da bin ich ganz ehrlich, ich denke, es wird sich wahrscheinlich Mercedes wieder einmal um den Sieg streiten. Ja, mit Dwayne Rose, den Heimmann, also der Heimkehrer, er ist ja Kanadier und fährt hier in Kanada jetzt um hoffentlich ein gutes Ergebnis. Daniel Ricciardo haben wir auch unterwegs. Nico Hülkenberg ist auch unterwegs. Da haben wir jetzt einen sauber. Das müsste, glaube ich, André Hoffmann sein, weil ich das aus der Ferne so halbwegs richtig erkennen konnte. Ja, so ist es auch. Da hinten haben wir auch einen von dem Team, was im letzten Rennen sensationell Punkte geholt hat, und zwar das Gubitonic Racing Team. Und da haben wir auch jetzt noch Kjetil Räikkönen. Das ist Wern vom Gubitonic Racing Team. Des Weiteren haben wir denn da noch Button, der jetzt rausgeht. Das müsste, glaube ich, Magnussen sein. Ja, ist das Magnussen? Das müsste, glaube ich, Magnussen sein. Da haben wir auch Tom Dillmann, der auf die Strecke gegangen ist, direkt hinter Magnussen. Und da haben wir Tom Blomqvist, der jetzt über die Linie kommt. Ich gucke mal, welche Nummer ist denn Herr Blomqvist? Er ist die Nummer 18. Und gucken wir mal, was McLaren Becker hier erreichen kann in Kanada. Eine Strecke, der speziell McLaren letztes Jahr nicht wirklich gut lag. Ich habe mir mal letztens nochmal das Ergebnis angeguckt. Da war man, ja, doch ziemlich weit weg von Musik. Ich glaube, da war Räikkönen nur auf der 6. Da gab es ja letztes Jahr auch einen Sieg für Mercedes hier, wo man mit Nico Rosberg gewonnen hat. Sieht allerdings jetzt noch bis auf den ersten Sektor da noch recht gut aus bei Blomqvist, der ja doch ziemlich an manchen Stellen ins Schleudern kam. So, und Blomqvist hat auch jetzt schon gleich die erste Runde geschafft und hat auch eine schöne freie Fahrt gehabt. Das ist ein gutes, natürlich eine gute Einstellung, denn und wo geht die Reise erstmal hin? Was für eine Zeit? Danach springen wir auf Dwayne Rose. Ich hoffe mal, er wird dann gleich die 16 sein. Und Blomqvist kommt mit einer 1,17,5. Da haben wir Rose, der ist im zweiten Sektor nur ein bisschen langsamer. Und Vettel geht auf die 1,1,17,4. Also, Überraschung. Vettel schneller als Blomqvist. Und mal gucken, was Rose jetzt fährt. Ricciardo war ja auch unterwegs. Und Rose bei seinem Heimrennen sortiert sich auf die 3 erstmal ein. Fahren wir Ricciardo auf der 12. Das ist am Ende eine Bestzeit. 1:17.343 von dem Australier. Ich guck mal kurz. Da haben wir Patzel. Raikkonen haben wir natürlich auch unterwegs. Der hat hier 30.000 Zurückstand. Wo geht die Reise für ihn hin? Räikkönen, Beste erstmal. So, Dillmann hat hier Windschatten, lag auch 2 Zehntel vorne. Wie viel Zeit hat jetzt das hinter Magnussen gekostet? Es ist Platz 1, trotzdem erstmal. Magnussen geht auf die 4 vor, 1:17,0 von Dillmann. Der Verstappen, Gabby Menzel fährt, glaube ich, nicht. Die steht da mal bloß hinten in der Box. Alles klar. Alonso. Patzel. Chip kommt über Linie. Funabashi fährt noch nicht. Glock, der zweite, fährt auch noch nicht. Massa ist unterwegs. Was legt Massa für eine Zeit hin? Es ist eine 1:17,7. Damit die Platz 7. Sein Teamkollege André Hoffmann auf der 9. Auf der 10 ist Wern. Also auch nicht so schlecht wieder von den Gubitonic Team hier.
Rosberg auf die 13 vor. Und wo sortiert sich Verstappen ein? 16. hier Rückstand. Mal gucken, ob er sich wieder mal vor seinem Teamkollegen einsortieren kann, Sebastian Vettel. Alonso geht auf die 16 vor, 1.18.4 und für Verstappen ist es Platz 7. Ist hinter Vettel, hinter Blomqvist, aber vor Massa und Rose. Magnussen geht auf die 4 vor, verbessert sich sogar nochmal zeitlich. So, das bin ich. Gabby Menzel fährt jetzt auch los, Hamilton. Patzel kommt jetzt gleich über die Linie. Und Chip ist auch dahinter. Wo sortiert sich Chip ein? Chip geht auf die 2. Unglaubliches Ergebnis. Achter Patzel. Funabashi fährt noch nicht. Glock ist jetzt auch unterwegs. Nakajima fährt auch noch nicht. Und Glock ist 2 Zehntel im Rückstand. Gucken wir auf die Topspeed-Werte. Ja, da kommt er fast auf 320. Aber auch nur fast. Und aus 2 Zehnteln Rückstand werden 1 Zehntel nur Rückstand. Und das ist Platz 3. Hinter Chip, vor Raikön und Ricciardo. Also Glock schlägt ein weiteres Mal seinen Teamkollegen. Hamilton ist ja draußen. Menzel ist auch draußen. Funabashi und Nakajima noch nicht. Gut, Gabby Menzel ist am weitesten vorangeschritten von den Fahrern, die noch keine Zeit haben. Und von daher, ja, geht es natürlich auch hier um die Pole Position. Und da streiten sich ja beide so ein bisschen drum. Gabby Menzel hat 2, dieses Jahr Tom Dillmann 1. Und in der WM liegt die Brasilianerin noch immer vorne mit 20 Punkten gegenüber ihren Teamkollegen. 98 Punkte auf dem Konto der Brasilianerin. Bei Tom Dillmann sind es 78. Und schauen wir mal, was für eine Runde das jetzt wird. Können ja auch mal onboard gehen. Tom Dillmann, muss man natürlich dazu sagen, hatte auch sehr, sehr viel Windschatten in der Runde. Viel, viel übersteuern. Aber es ist eine Bestzeit im ersten Sektor. 29.000. Der zweite Sektor. 8.000 nur noch. Und jetzt war natürlich der Abschnitt, wo Dillmann Windschatten hatte. Aber ich glaube auch in der Schikane etwas verloren hat, weil er nicht seine eigene Linie oder nicht so fahren konnte, wie er fahren wollte. Schauen wir mal. Was haben wir eigentlich für eine Topspeed bei Mercedes? 318 von Glock. Ja, auch nur 318 hier von Gabby Menzel. Auch wild am Driften. Welche Platzierung wird es am Ende für sie? Es ist Platz 1, 1.16.984, die erste 1.16 der Zeit. Hui, das war auf jeden Fall schon mal eine Zeit. Und jetzt kommt Hamilton gleich auch über die Linie. Kettel nur auf der 20, wo sortiert sich der Brite ein? Platz 17 für Lotus. Und 21. Funabashi steht noch in der Box, denn begleiten wir einfach mal Nakajima, den Überraschungsmann, aus Imola. Mal gucken, was er hier zaubern kann. Wären momentan 15. Und in der Saison haben wir Nakajima immer so ein kleines Tickchen noch schneller gesehen. Erster Sektor, ja, 13. Rückstand, das ist verhältnismäßig, würde ich sagen, ganz gut. Und der zweite Sektor, ja, fast 7 Zehntel, das könnte unter Umständen
zur Region von Max Verstappen sein, glaube ich. Könnte vielleicht also Platz 12 sein. 12, 13, 14 so ungefähr. So in der Rahmenregion. Und gucken wir noch mal. Dann fehlt nämlich nur noch Funabashi mit einer Runde. Und für Nakajima geht es auf Platz 11. Unglaubliche Runde vor Reni Patzel. Also, à la Bonheur hier diese Leistung. Und mal gucken, was jetzt Funabashi mit dem Toro Rosso zeigen kann. Chip, momentan Dritter. Im neu gestalteten Toro Rosso. Tausendstel Rückstand. Zweiter Sektor, eine Zehntel Rückstand. Toro Rossos Teammeister dieses Jahr so ein bisschen vom Pech verfolgt ist. Kann hier eventuell in Kanada mal eine kleine Trendwende kommen. Na, Topspeed-Wert ist man doch ein bisschen hinterher noch. Und die Runde ist vorbei und wir sehen Funabashi auf der 5. Hinter Chip und Glock auch noch, aber vor Raikön. Gut, damit haben wir jetzt jeden einmal gesehen. Wir gehen mal auf die Abstände, damit auf jeden Fall die Teamchefs einmal einen Einblick auf die Abstände haben, die wir hier sehen, ziemlich knapp sind. Also wir haben vom Platz 1 bis zu Platz 18 sind es mal gerade eine Sekunde. Also die Zeiten sind hier unglaublich eng beisammen. Denn ab Platz 19 haben wir Zeiten, ja, die sind ein bisschen mehr als eine Sekunde langsamer und ja, hinten auf dem letzten Platz Fernando Alonso mit 1,5 Sekunden Rückstand. Das ist hier verhältnismäßig doch ziemlich klein, natürlich der Abstand. Man darf das nicht vergleichen nachher mit einer Strecke wie Suzuka. Da wären das vielleicht sogar schon 3 Sekunden. Und von daher ist natürlich hier alles ziemlich eng zusammengestaucht. Strecke ist kurz, es gibt nicht wirklich viele schnelle Kurven. Es gibt eigentlich mehr nur geradeaus Schikane. Und mal eine Hanale-Kurve zwischendurch. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich eine schöne Strecke. Und wir haben noch 2,5 Minuten jetzt hier. Und ja, würde man sagen, wir gehen uns einfach mal von ganz hinten einmal durch, die ganzen Platzierungen, damit ihr das auch seht. Also, Fernando Alonso steht hier momentan auf den letzten Platz, ist auch in der WM auf den letzten Platz. Davor Wilfried Ofenstadt Kiertel, ja, da ist das nicht so gut gelaufen. Hier diese Qualifikation, Bottas auch nur auf der 22. 21. Rosberg, denke ich mal, kann man mit, ob man damit zufrieden ist bei KTM, auf jeden Fall ist man, glaube ich, froh, nicht mehr unbedingt hinten als Letzter zu fahren, wo man ja mal vor 2, 3 Rennen war. Der neue Mensch hat das anscheinend schon mal ein bisschen gut in den Griff gekriegt. Davor haben wir Button auf der 20 eben halt. 19. Hamilton, der jetzt auch nochmal rausfährt. Auf der 18 ist nur Hülkenberg, also gegen seinen Teamkollegen wieder mal geschlagen worden hier in der Qualifikation. Während auf der 17, was sehr, sehr, sehr toll ist, finde ich, auf der 16 Hoffmann, 15 der Rose, ja, könnte, denke ich mal, vielleicht ein Ticken besser sein beim Heimrennen. War zuerst das ganz gut aus für ihn, aber nachher im Grunde doch nur 15. Und hier auf der 14 Max Verstappen. Reni Patzel nur auf der 13, davor Katsuki Nakajima im Gubitoji Racing Team, also bei denen geht's aufwärts, mal gucken, wie es im Rennen laufen wird. Massa auf der 11, ist natürlich im Team-Intern-Duell jetzt zurückgefallen, da André Hoffmann im letzten Rennen Punkte gesammelt hat und der Brasilianer noch immer leer dasteht, muss also was bringen. Und auf der 10 Tom Blomqvist. Ja, McLaren hier, so wie im letzten Jahr, nicht wirklich gut unterwegs. Das sieht man auch an Raikön, der nicht weiter vorne steht. Ja, Vettel auf der 9. 8. Magnussen. Also auch bei Marussia, ja, da hat man sich wahrscheinlich ein bisschen mehr erhofft hier auf einer Strecke, wo es um Topspeed ging. Ah, aber wahrscheinlich
bin ich mal ein bisschen zu viel beim Anbremsen. Und ja, Ricciardo auf der 7. Also sah am Anfang der Qualifikation eindeutig rosiger für ihn aus. Und ja, auf der 6 auch nur Kimi Räikkönen, der Pole-Setter aus San Marino, hier eindeutig wieder mal im Hintertreffen. Musste sie sogar den beiden Toro Rosso geschlagen geben, wo von der Basche hier auf der 5 steht. Glock auf der 4. Chip, wirklich überragender Dritter. Da hofft man sich ja endlich mal, dass es ein vernünftiges Ergebnis wird für das Team. Auf der 2 Tom Dillmann, der sich hier geschlagen geben muss, mal wieder von seiner Teamkollegin Gabby Mansell, die sich die dritte Pole hier in die Saison holt. Jetzt sogar nochmal rausfährt. Ich weiß zwar nicht warum, aber okay, lassen wir es mal sein. Und ja, ich würde mal sagen, ich verabschiede mich auf jeden Fall jetzt hier erstmal von euch, von der Qualifikation. Wir sehen uns wieder zum Rennen. Bis dann sage ich erstmal ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.